Hey Leute und damit herzlich willkommen zu Minecraft. Ja, wir sind wieder bei Minecraft. Ja, Moment, die Musik ist ein bisschen zu laut. Moment. So, ich will die ja nur leicht im Hintergrund haben. Da möchte ich nicht übertrieben laute Musik haben. Ja, man sieht schon, ich habe den Low Shader jetzt reingeballert. Man sieht hier ein bisschen wabbelt das Wasser. Ich habe lange ausprobiert mit dem High Shader und auch mit dem Medium Shader. Der sieht übrigens so aus. Nur es läuft einfach nicht flüssig. Hier sieht man zwar, dass ich bei 60 FPS bin, aber das bleibt nicht lange so. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. So habe ich zumindest genug FPS. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Und in jeder Folge nerv ich euch. In jeder Aufnahme nerv ich euch mit diesem Blödsinn mit Dings. Moment, mit dem Shader. Ich weiß, ihr hasst mich wahrscheinlich schon alle, aber hey, ne, was kann ich denn dafür? So, ich habe ein bisschen hier umgebaut und so bei mir, deswegen hört sich der Ton auch ein bisschen anders an und ja, ich nerv euch wieder mit unnötigen Kram. Und wenn wir schon dabei sind, kann man auch mal Dings machen, die Helligkeit ein bisschen höher machen. Da bin ich nämlich bei Shader, ist das ja, bringt das ja keinen richtigen Unterschied. So, ich wollte mich in dieser Aufnahme um die Tierfarm vielleicht kümmern. Warum flackert das denn so? Dann flackert hier alles oder so, ne? Wisst ihr was? Leckt mich. So, Punkt aus. Und ohne Komma. So. Wir können auch jetzt nochmal das Feld ernten. Ist schon wieder fast hochgewachsen alles. Aber nein, das möchte ich heute nicht machen. Ich möchte eigentlich eher die Tierfarm heute bauen. Ich bin ehrlich zu euch, ich weigere mich, ein bisschen die die Tierfarm zu bauen, weil wir was sehr Nerviges machen müssen gleich. Oder ich bereite schon mal vor. Ja, wir werden sehr viel Erde farmen müssen, weil wir sehr viel terraformen müssen. Wir könnten hier übrigens eine Doppeltür reinmachen, oder wobei wir haben hier eigentlich zwei Ausgänge, müssen wir nicht noch eine Tür machen. Und hier wollte ich, dass wir das hier die Tierfarmen machen. Ob wir die jetzt hier in die Richtung machen oder ob wir die hier hin anfügen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich wollte mir eigentlich noch ein paar Mods installieren, das habe ich jetzt nicht mehr hingekriegt. Mist, egal, machen wir das in der nächsten Aufnahme. Die Mods, die ich mir installieren möchte, das werde ich noch nicht sagen. Das wird so eine kleine Überraschung. Auf jeden Fall leere ich erstmal mein Inventar. Komm, ich packe das jetzt einfach mal alles in die Random-Kiste. Ich will euch damit nämlich ungern mit aufhalten. Die Werkbank können wir behalten, das Eisen und so können wir auch noch gebrauchen. Melonenfeld, ne? Stimmt, das müssen wir noch machen heute. Das wollte ich ja eigentlich schon in der letzten Aufnahme machen. Habe ich aber auch so nicht hingekriegt. Tut mir leid. Habe ich das eigentlich schon irgendwie angefangen? Ich weiß gar nicht, wo waren wir denn da? Ja, wir brauchen Erde. Dann, pass auf. Plan Z. Kommt jetzt, ich muss noch ein bisschen mit dem Mikrofon rumprobieren. Da ich das Mikrofon sozusagen unter meinem Kinn habe, ich habe wieder mal ein bisschen Geld rausgeschmissen. damit es einfach bequemer ist. Anstatt so ein Mikrofon-Tischstativ ist das jetzt schon mein zweiter. Ja, ich glaube, ich habe mir schon sehr viele Stative gekauft, weil ich immer sehr viel ausprobiere. Ich bin ja so ein Typ, der muss immer viel ausprobieren und jetzt habe ich halt gerade momentan keinen Popschutz. Ich muss mir vielleicht einfach einen, wie nennt man die, Windschutz, diese schwarzen, kennt ihr da? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch so gut. Also damit wir einfach keine P-Geräusche haben, wie jetzt zum Beispiel. Damit ich euch nochmal eine Sache sagen möchte. Ihr seid alle tot. Nein, ich werde hier mal Cobblestone rüber machen oder irgendwas, damit es schön aussieht. Und wir werden hier unten was sehr Großes hin machen. Was weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir hier alles abbauen. Und wir werden hier was sehr Großes hinzaubern. Ob wir vielleicht hier das Unterdorf weiterhin bauen werden, also das Dorf hier unten, oder ob wir hier eine Farm hinbauen werden, aber wie gesagt, keine automatische, ob wir hier vielleicht noch,
Ich weiß nicht, irgendwas können wir da noch auf jeden Fall hinbauen. Weil ich denke, das ist hier die perfekte Station dafür. Vielleicht auch noch eine Monsterfalle. Die müssen wir dann aber tiefer hin machen. Weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe, wenn ich im Bauernhaus bin oder im Lagerhaus bin, die ganze Geräusche anzuhören. Das, naja. Will ich ehrlich gesagt nicht hören. Aber ich glaube, das ist auch verständlich, ne? Ja, ich hätte mir vielleicht noch ein paar Themen, interessante Themen, aktuelle Themen raussuchen können. Wenn ich mal überlege, was ist denn momentan so aktuell? Ich habe mir gerade ein paar YouTube-Videos angeguckt. Ja, das tue ich auch mittlerweile noch. Das tue ich noch, ja. Und da habe ich, da hat jemand einen Typ, der hat so ein Typ, ja, der hat, er ist sehr unbekannt, der hat über Hacker geredet und warum sollen wir das auch nicht machen, ne? Weil mich dieses Thema zum Denken gebracht hat, weil denken tue ich so nie, aber heute mal schon, Moment. Da hat meine Nase gejuckt. Ist jetzt nicht so toll gewesen. Auf jeden Fall Thema Hacker. Er hat eher die Minecraft-Hacker, wobei ich will jetzt nicht über Minecraft-PvP und so, ne, das werde ich sowieso nicht mehr auf meinen Kanal bringen. Das ist nämlich auch noch ein interessantes Thema, was ich im Jahresrückblick oder wie ich sagen soll. Wie soll ich denn sagen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich nenne es immer Jahresrückblick, weil es für mich ein Jahresrückblick ist. Ja, es kommt nämlich um 0 Uhr kommt es raus. Das Video perfekt. Wenn ich es dann hinkriege, weil ich da wahrscheinlich sehr viele Aufnahmeversuche brauchen werde. Weil es dann ein sehr ernstes Video ist und ich möchte da nicht irgendwie was unverernsten, sag ich mal. Auf jeden Fall, jetzt ist erstmal das Thema Hacker, Hacking. Dran, allgemein. Ja, Thema Hacken, so, ist auch mal, Man muss dazu sagen, dass meine Nase juckt. Das ist ja wirklich unfassbar, meine Nase, ne? Ich sollte mir mal unbedingt eine neue Nase kaufen. Wir können jetzt schon schlafen, ist voll ungewohnt, weil es jetzt halt noch so hell ist. Moment, ich wollte mein Bett eigentlich mitnehmen. Ja, Hacken ist für mich so eine Sache, das ist genauso wie die ganzen Beauty-Leute und so. Ich habe gegen diesen Beauty-Kram und sowas, habe ich eigentlich gar nichts. Ich glaube, man beschwert sich immer, dass die verdienen Geld dadurch und so. Alles mögliche und dass sie voll viele Klicks haben und so. Das liegt aber tatsächlich an euch. Das liegt genau an euch. Genau an dich. Vielleicht nicht unbedingt. Aber an den Leuten, die eine bekannte Reichweite haben, und das Thema besprechen. Somit suchen diejenigen Zuschauer diese Leute und gucken sich diese Videos an und lachen sich vielleicht schlapp, disliken das Video oder haten das gleich. Aber trotzdem verdient diejenige, die vielleicht schlapp gelacht wird und was weiß ich, verdient trotzdem Geld. Das muss man sich immer im Klaren sein. Man ist ja eben der. Vielleicht sind das ja sogar. Vielleicht ist das ja eben der Punkt, was die Leute haben wollen. Hate. Oder Aufmerksamkeit. Weil im Endeffekt kriegen sie ja die Aufmerksamkeit, die sie vielleicht wollen. Und so kriegen sie nochmal. Die scheffeln nochmal das Doppelte an Kohle. Natürlich, man kann nicht alle Leute über einem Kamm scheren. Das ist ganz klar. Wenn ich jetzt sage. Ich will jetzt kein Beispiel nennen. Ich glaube, man weiß, was ich meine. Und ja, man kann nicht alle Leute unter einem Kamm scheren. Das ist klar, oder? Denke ich. Ich hoffe, das sollte jeder wissen. Meine Nase, ne? Ups. Da habe ich mich wohl verbaut, aber das ist egal. Was wir hier unten bauen werden, weiß ich nicht. Was ist das denn hier? Was habe ich denn hier hingebastelt? Na gut, okay. Ja, das ist genau das gleiche mit Hacken. Leute beschweren sich, nur Hacker im Spiel, das macht gar keinen Spaß mehr, das Spiel, Hacker, Flamer. Ja, das ist ja eben, wenn du ein YouTube-Video rausbringst mit einer gewissen Reichweite, dann
machst du das Hacken dadurch noch bekannt. Oder wenn du irgendwelche, wenn du das Hacken beibringst. Ich rede jetzt speziell über Gaming, weil richtiges Hacken, Bankkonten und sowas, so hier Watchdog-Style, ne? Wobei, ich weiß gar nicht, geht Konto-Hacken eigentlich richtig so? Also, ja, vielleicht übers Internet, aber so richtig nicht, ne? Dann müsstest du es ja eher herausfinden. Ja. Man, das ist genau das gleiche mit Hacken. Man macht darauf aufmerksam und die Leute wollen es ausprobieren. Und dann finden sie, oh, so cool, ja, ich bin jetzt hier der King im Spiel. Also das denken sie halt, ne? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt hier, privat bin ich zwar Watchdogs, wollte ich schon sagen. Bin ich hier Konto-Hacker, ich hacke jeden Account, ne? Privat, das weiß aber keiner. Und deswegen, ich glaube, Leute auf YouTube oder nicht nur auf YouTube, nur Leute, die Reichweite haben, machen damit bekannt. Ne? Oder man beschwert sich, dass der und der macht so viel Reichweite, der macht mit schlechten Videos so viel Geld oder macht so viel, hat so viel Reichweite mit so schlechten Videos. Dann ignoriert es doch einfach. Weil dann kriegt der auch das zurück wieder, ne? Weil wenn wir jetzt mal, ich sag jetzt mal Olaf, ne? Olaf, sagen wir mal Olaf, ich habe keine Spitzhacke mehr. Sagen wir mal Olaf, ne? Olaf ist jetzt ein schlechter YouTuber, der lädt nur Challenge-Videos hoch, ne? Ich will jetzt hier, wie gesagt, niemanden als Beispiel nehmen. Deswegen erfinde ich mir jetzt Olaf. Ja, und jetzt habe ich 5, egal. Der Olaf, ne? Müsst ihr euch so vorstellen, der guckt Hacking-Videos und der will jetzt Minecraft-Video machen, wie er alle zu Tode hackt. Und er will von den Challenges zurück. Weil die ja nicht mehr so Mainstream sind, ne? Challenges nehmen ja mittlerweile auch ein bisschen von Mainstream. Oh. Ups. Egal. Das können wir später wieder reparieren. Auf jeden Fall, Olaf merkt, das kommt nicht mehr so gut an bei meinen Zuschauern. Dann gucke ich mal auf YouTube, was momentan ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und dann sieht er so, Hacken. Minecraft. Okay. Interessiert mich so das Spiel eigentlich nicht. Interessiert mich eigentlich nicht, denkt er sich halt so. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Und dann guckt er so im Internet, hacken. Und dann lädt er Hacking-Videos hoch. Also er guckt, scheiße. Also scheiße guckt er jetzt nicht. Mist, ich baue mich hier. Also ich baue das hier mal ab. Das, was ich gar nicht abbauen möchte. Ja, und er macht dann solche Videos, weil die halt gut ankommen. Er kriegt mehr Aufrufe. Und dann kommt so ein bekannter YouTuber mit 1 Million Abonnenten und macht einen Real Talk. Und sagt, Hacker sind so scheiße. Mit denen kann man das Spiel gar nicht mehr spielen. Das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Ich finde das total scheiße von denen. Und dann sind die Zuschauer auf Suche nach Stress. Also sind auf der Suche nach Stress. Sagen so, ja, mein Lieblings-YouTuber, der wird gerade voll, der ist voll sad jetzt, wegen dem Blödsinn hier, weil die alle hacken und so. Ich bin zwar selber Hacker, aber hey, das lasse ich mir nicht gefallen. Mein Lieblings-YouTuber hier. Und dann kriegt er halt auch noch Aufmerksamkeit dadurch. Man glaubt das immer nicht, aber die Zuschauer finden das schon, das werden die schon finden. Man sagt zwar immer keinen Namen, aber die Zuschauer wissen mittlerweile, weil wenn es ein großes Thema gibt, da wird irgendwo in ein bekanntes Video ein Name genannt, mindestens, grundsätzlich. Können wir die Erdschicht hier abbauen? Ich weiß es gar nicht. Egal. So, ich gehe jetzt noch ein tiefer. Oder sogar zwei vielleicht, ich weiß es nicht. Hier ist aber schon eine Höhle, ne? Soll ich die mal ausfüllen, also zustopfen? Keine Ahnung. Komm, ich mach das jetzt mal zu mit der Erde. Hier ist ja jetzt sowieso nichts Besonderes. Ich mach das mal so. Bis hier fülle ich das alles aus. Weil ich möchte halt nicht die ganze Zeit diese Höhlengeräusche haben. Die werden wir sowieso haben, aber aber hey. Trotzdem. Alles versuchen zu vermeiden. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Man macht
die Sachen, die Menschen nicht mögen oder welche Leute nicht mögen, den Themen gibt man noch Aufmerksamkeit. Und genau daraus wird dann Mainstream sozusagen, weil man merkt, okay, also, ich weiß nicht, wenn man schlau nachdenkt, dann müsste man immer YouTube-Videos machen zu den Themen, die gerade passen. Man hat vielleicht kein gutes Karma oder so, aber man hat Hater und so. Aber trotzdem hast du die Aufrufe, du hast die Views, das ist doch die Hauptsache für manche Leute. Und da ist dann schon wieder der Punkt. Der Hater und alles mit das, ja, das interessiert mich irgendwie nicht. Und dann gibt es wahrscheinlich noch Leute, die auch noch Fans sind. Wirklich, also wirklich Fans. Ich nenne es ungern Fans. Ich nenne es eher Interessante, Interessierte. Weil für mich ist YouTube jetzt nicht irgendwie hier Business oder halt Star sein, ne? Ist für mich eher so eine Videoplattform, wo man einfach mal seine Videos hochlädt. So wie so ein Forum. Ich meine, wenn du spannenden oder wenn du einen interessanten Beitrag in einem Forum postet, dann bist du auch nicht gleich, nur weil du den Beitrag gut findest, gleich bist du ja nicht gleich Fan, oder? Und willst den ganzen Merch kaufen. Ja, und Merch ist auch wieder so eine Sache, Thema und so. Ich glaube, sowas sollte man nicht freiwillig machen. Ich glaube, sowas sollte man eher auf Wunsch machen, der Zuschauer. Wenn ein Zuschauer sich Merch wünscht, also Merchandise, also jetzt hier Klamotten, ne, vom Zuschauer, wenn sich das eine wünscht, erstmal weggucken. Wenn sich das 100 Menschen wundern, gucken von 20.000, dann schon mal ein bisschen nachdenken, soll ich das wirklich jetzt machen? Wenn es die Hälfte unbedingt einen Merch-Shop haben möchte, dann kann man so einen Merch-Shop auch machen. Ne, das ist ja jetzt keine Sache, die man... Merch ist auch nichts Schlimmes oder so, aber wenn man sowas freiwillig macht, dann weiß ich nicht, ne? Weil dann ist man ja irgendwie auf das Geld auch irgendwie aus. Und wenn man für sich Klamotten machen möchte, dann kann man das ja gerne machen. Da gibt's genügend Seiten. Und da muss man nicht alles für die Zuschauer machen. Sowas sollte man, so Merchandise, sollte man nur auf Wunsch der Zuschauer machen und nicht freiwillig, also von sich selbst aus. Finde ich, ist ja meine persönliche Meinung, ne? Da ist das Bett, kann ich vielleicht schon schlafen? Aber ich baue hier noch die Reihe ab. Ist halt, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ihr könnt eure Meinung immer gerne in den Kommentaren reinschreiben. Und es gibt ja auch, angeblich gibt es ja auch Kommentargeilheit. Ich weiß gar nicht, was das genau sein soll, weil Kommentare bringen im Endeffekt ja gar nichts, oder? Wobei, vielleicht bringt es doch was. Ich weiß es gar nicht. Ist das bei YouTube so, wenn man mehr Kommentare schreibt? Ist ja das Video, also dann sind die Zuschauer aktivitäter, also sind aktiver. Und weil sie aktiver sind, ist das YouTube-Video vielleicht höher positioniert in der Rankless, wenn man Minecraft zum Beispiel geht oder CSGO, Call of Duty, die ganzen Spiele halt. Ja, warte mal, ich kann mir nur ganz kurz eine Kiste bauen. Cool, ich habe kein Holz. Komm, da gehe ich ganz kurz nach oben und hol mir eine Kiste. Cool, dann haben wir auch endlich mal wieder, hier ist immer noch die Lava, dann haben wir endlich mal schön viel Erde. So, ich wollte hier, wo kann man denn hier die Erde reinpacken, weil hier lohnt es sich nicht, mir die Erde reinzupacken. Ich kann mein Inventar mal leer machen und dann könnte ich ganz kurz Holz suchen oder holen. Komm, nehme ich jetzt Birkenholz, mache ich eine Birkenholztruhe. Ich weiß, die gibt es nicht. Und ich wollte das Feld dann noch fertig machen. Eigentlich wollte ich nur so viel farmen, bis das Feld fertig ist. Aber hey, mehr ist besser als zu wenig. Ja, und dann gibt es noch ein Thema, was ich auch noch bereden möchte oder besprechen möchte. Nämlich. Jetzt gibt es soll ja jetzt demnächst so ein YouTube-Abo-Dings. Krimsel geben. Moment, ich zähle erstmal ganz kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und dann das hier? Ich glaube schon, ne? Oder? Ich weiß, es sollte eigentlich so sein. Oh, Alter, das war knapp. Oh, das war falsch. Ups.
Oh, ich habe keine Axt da. Mist. Oder ich habe schon eine Axt, aber die ist nicht da. Also, nicht. Die ist da. So. Habe ich die Eimer? Ich habe einen Eimer. Sollte aber ausreichen, denke ich. So, ich hoffe, dass die Minecraft-Server... Moment mal, ich mach mal ganz kurz die Minecraft... Nein. Moment. Moment, das kann ich auch noch hoch machen. Moment, das können wir jetzt eigentlich viel höher machen. Da sollte trotzdem die FPS stabil bleiben, ne? Und haben auch endlich einen Himmel. Gut, dann ganz kurz. Ich wollte irgendwas machen. Was soll ich genau? Sound. Sound da. Ich mach mal allgemein hier ein bisschen... Die Blöcke ein bisschen höher. Alles ein bisschen höher. Weil ich habe Musik ein bisschen lauter gemacht, weil meine Kopfhörer... Ich habe das Gefühl, dass die langsam ein bisschen nachgeben. Muss man bei Kürbissen... bei Melonen... Muss man da... Ja, stimmt, die wachsen ja zur Seite. So, jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Ich darf das nämlich nicht so wie beim Kürbisfeld machen, weil beim Kürbisfeld ist das ja ein bisschen... fehlerhaft. Komm, geh kaputt. Komm, ach nee, ich mach erstmal die ganzen Löcher. So, ich muss jetzt Genius nachdenken. Also, sagen wir mal... Hä? Aha. Das Wasser geht bis hierhin rüber. Das ist mir aber auch neu. Warte mal, wenn das so ist... Dann... Interessant, das wusste ich auch noch nicht. Also, ist ja im Prinzip logisch eigentlich, ne? Aber das wusste ich selber noch nicht. So, pass auf, dann können wir eigentlich... Räusper. Können wir hier... Und dann müssen die nach hier wachsen. Nach hier. Müssen die hier lang wachsen. Dann machen wir hier frei. Also, hier wachsen die lang. Dann machen wir hier wieder eine Linie, wo Samen drin sind. Dann müssen die eigentlich nach da wachsen, weil hier ja dann der Gravelweg sein sollte, glaube ich. Nur ich weiß gar nicht, wie ich das beim Kürbisfeld gemacht habe. Also ich darf es nämlich nicht genau so machen. So, ich gehe mal ganz kurz gucken beim Kürbisfeld. Ah, schön mit dem Himmel. Ah, ist schon hat was. Sind das zwei Monde? Okay. Wie habe ich das hier gemacht? Ich habe das nämlich genau so gemacht, wie ich es nicht wollte, ne, oder? Ich habe eine Linie. Kürbisse, Linie. Also Linie, Kürbis, Linie. Also Linie, LKL. Okay, LKL. Kann ich mir besser merken, LKL. Hier hätten wir eine L, da hätten wir hier zum Beispiel die M, also K. Und hier würden wir frei, dann müsste hier... Ah, okay. Jetzt natürlich eine interessante Frage, ob das auch klappt. Wo sind die hoch? Ach da. Gut, jetzt müsste das ja eigentlich hier im Prinzip sein, oder? Ja. Ist das jetzt zu trocken? Ist es zu trocken? Du bist voll zu trocken. Denn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier werden im Prinzip. Und da könnte hier Wasser lang. Das wäre natürlich sehr praktisch oder sehr gut. Ich glaube, so kann das funktionieren. Denke ich. Bevor mir die ganzen Felder kaputt gehen. Will ich da sofort Wasser hin haben. Ich bin ein bisschen vom Mikrofon abgeweicht. Weil ich mich zurückgelehnt habe. Also, weil ich mir gemütlich gemacht habe, sag ich mal. So. Denn. Ich will nämlich vermeiden, dass die ganzen. Dass die ganzen Felder kaputt gehen. Deswegen packe ich da jetzt schnell Wasser hin. Weil sonst müssten wir uns gleich eine neue Spitzhacke. Eine neue Hoe. Kaufen. neu. Bearbeiten, neu basteln. So, ich hatte eigentlich noch ein Thema. Werde ich gleich besprechen. Werde beim Erde abbauen. Weil ich denke, beim Erde abbauen ist das am besten. So, Moment. So. Wo sind hier die Samen? Die Melonen, Seeds, Körner, Kerne. Gut.
denn hier so lang. Hier können wir schön die Felder kaputt treten. Bam, bam, bam. Ja, ich fange mal mit dem Thema an. YouTube hat nämlich, ich glaube, ab dem 28. Oktober 2015 ein Abo-System geplant, wie bei Twitch ungefähr, dass man keine Werbung mehr hat, extra Features und. Den ganzen Kram kennt er ja. So, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Natürlich weiß ich jetzt noch nicht, weil, ne? Auf jeden Fall ab dem 28. Oktober. Oh, jetzt ist hier natürlich dann direkt daneben. Könnte man gleich ein bisschen rumtricksen. Wir haben jetzt ein Problem. Mädel, es gibt ein Problem. Nämlich haben wir hier zwar die Wasserquelle, aber hier haben wir eben keine Wasserquelle. Eine Wasserquelle reicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Reicht das? Warte mal, Moment, das können wir ja mal austesten. Oh, ach nee, da. Ich würde sagen, die ist kaputt. Reicht das bis hierhin? Ist Wasser, ne, oder? Das ist nass, das ist trocken. Yay, ich freue mich. Yeah. Ah ne, warte mal, Moment. Hier müsste ja auch wiederum Wasser hin, also logischerweise, nach dem Prinzip. Alter, hier muss ja alles weg, theoretisch. Moment, dann gehen wir wieder runter. So, genau, YouTube hat nämlich vor, ein Abo-System einzubauen. Ich glaube, 9,99 im Monat. In Deutschland kommt es erstmal noch nicht verfügbar. Abgesehen davon, ich brauche mir ganz kurz hier eine Treppe. Abgesehen davon, abgesehen davon, Moment, ich muss erstmal wieder einen Punkt finden. Ich kann mich nicht auf so viel konzentrieren. bin keine Frau, sorry. So. Da muss was da rein, ne? Das kann ich ja mal ganz schnell machen. Ich werde gleich anfangen, keine Angst. Nicht haten. Schild. Schild mal eure Basis. So ist das jetzt. Yay. Jetzt sieht man noch besser, dass das Wasser still oder ob das Wasser still ist oder nicht. Ja, nämlich YouTube wollte ab dem 28. Oktober, ich glaube, da müsste sogar schon die Folge längst draußen sein, oder? Ich weiß es gar nicht. Wir haben heute den 22., oder? Ja, oder fast den 23., ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr. F2? Ja, wir haben es 22:51, ja, noch haben wir es nicht so spät. Moment. Jetzt müsste, neben den Dings müsste sowas hin. Dann kommt 2 frei und dann kommt hier so eine Line, so eine Linie. Ich glaube, die Wasserquelle sollte ausreichen, ne, oder? Ja, es reicht, ja. ne, es reicht. Soll ich mal ganz kurz Gravel holen? Wir müssen ja den Weg auch noch machen. Das machen wir heute alles noch. Moment. Auf jeden Fall, YouTube möchte ab dem 28. Oktober erstmal in der USA, glaube ich, in Amerika. Und in anderen Ländern glaube ich auch schon, das Abo-System freischalten. In Deutschland wird sowieso erstmal verspätet kommen, das ist ganz klar, wegen der ganzen, genau, das ist auch noch eine interessante interessante Frage, die GEMA, weil bei diesem Abo, es gibt ja Google Play, ist ja sowas wie Spotify und, so eine Art Konkurrenten, ob das so gewollt ist als Konkurrent, weiß ich nicht, aber ist nicht, ist ja nicht mein Problem, ne? Ist mir auch eigentlich wurscht, ob das Konkurrenten sind oder nicht. Wahrscheinlich schon. Ja, jeder möchte irgendwas Besseres haben, das ist ja irgendwie normal so. Moment, das mache ich auch noch ganz schnell. Auf jeden Fall, mit dem Abo hast du, glaube ich, sehr viele verschiedene Möglichkeiten tatsächlich. Du hast einerseits hat Google Play, da kannst du dir alles angucken, was in Deutschland wahrscheinlich sowieso nicht klappen wird, wegen der ganzen GEMA-Geschichte, ganzen GEMA-Kram, kennt er ja alles, ne? Muss ich gar nicht erwähnen. GEMA kennt alle, kennen alle. die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht mal, was das ist. Was irgendwie, alle beschweren sich über die GEMA, aber wahrscheinlich wissen die nicht mal genau, was die GEMA überhaupt, oder was das heißt, was das überhaupt ist. Ja? Also es ist irgendwie, ja, die GEMA ist voll kacke, aber im Endeffekt wissen die nicht mal, was das genau ist. Einfach nur, GEMA ist negativ, da ist scheiße. Das ist so in der Richtung. Ja, aber
Gravel sollte ich hier haben. Ein Stack, ein Stack sollte es ausreichen, weiß ich gar nicht. Na komm, ich nehme halt zwei Stacks mit. Im Holz habe ich ja auch alles, das heißt, wir können uns gleich erstmal schön die Kiste voll, also eine Kiste bauen. Sieht man von hier das? Ach, von hier hinten sieht man auch das Dings. Oh, wir haben wieder Damenbesuch. Alter, alter Schwede. Alter Falter Schwede. Sind das viele. Nein, wir kommen hier nicht mehr hoch. So, aber kein Ding hier für einen Pro-Gamer, ne? Lass mich jetzt hier mal in Ruhe. Lass mal den Pro-Gamer spielen hier, ne? Ist ja unfair hier. Ach, die können mich mal einsammeln, aber warum, weiß ich jetzt nicht. Also wir können gar nichts davon einsammeln, merke ich jetzt. Können wir aber gleich wieder einsammeln. So, ich hoffe, dass jetzt da gar nichts in der Nähe ist. Und dass wir einfach schlafen können. Ja. Auf jeden Fall. Das mit der Musik und so wird erstmal ein Problem werden.